Wie ihr seht, sind wir hier auf einem anderen Stern. Für unser Musikvideo-Kunstprojekt Away. Und das ist natürlich mit Kosten verbunden. Und da brauchen wir eure Unterstützung. Wir haben immer Zeit. Die Antwort liegt in einem selbst. Alles hängt miteinander zusammen. Alles wird unendlich. Eine Geschichte über Freiheit und Kontrolle. Eine Geschichte über deine eigene Realität. Die Kontrolle deiner eigenen Gedanken. Ein Weg wegzukommen. Ben und Zoe reisen, gezielt und unbewusst. Der Weg des Weges. In Away geht es um Zoe, der ein Mensch nicht irdischer Herkunft ist und zu einer uns unbekannten Zeit auf der Erde lebt. Er macht unterschiedlichste Erfahrungen auf seiner Lebensreise, in seinem Inneren und an verschiedenen Orten auf der Erde, einem Planeten, auf dem die Gesetze des Dualismus, zum Beispiel Gut und Böse oder das Prinzip männlich-weiblich, herrschen. Zoe tritt in Kontakt mit seiner Urseele, die im Film als der außerirdische Ben dargestellt wird, der in einer anderen Welt auf einer anderen Reise ist. Im Laufe der Zeit kommt Zoe zu der Erkenntnis, dass er alleine den Weg bestimmen kann, den er geht. Aber trotzdem hat Zoe immer wieder das Gefühl, in einer nicht für ihn bestimmten Welt zu sein, weswegen er auch zunehmend mehr mit Ben, seinem Ursprung, kommuniziert, der so zu Zoes Wegweiser wird. Zoe ist in einem ambivalenten Strudel. Er ist neugierig und auf der Suche, aber auch auf der Flucht vor Dingen, mit denen er konfrontiert wird und die er erst noch akzeptieren muss. Hier seht ihr eine Auswahl von Aufnahmen, die einen Teil repräsentieren von dem Filmmaterial, das wir bereits gemacht haben. Die Außenaufnahmen haben wir zum größten Teil im Ausland gedreht. Allerdings müssen wir die Filmszenen, in denen der außerirdische Ben zu sehen ist, erst noch umsetzen. Das macht ungefähr ein Drittel des ganzen Videos aus. Und wir wollen dafür in das TMG Filmstudio in Trieburg gehen, um dort dann die Bluebox-Aufnahmen zu realisieren, die wir dann verwenden, um den Ben in die Modelllandschaften einzufügen. Und diese Modelllandschaften haben wir in Willi Walrites Fotostudio zum größten Teil schon gebaut und auch abgefilmt. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns an euch bei Startnext wenden. Es war uns wichtig, eine bestechend deutliche, poetische Bildsprache und epische Ästhetik zu erschaffen, genauso wie ein klares Gesamterscheinungsbild, damit sich Musik und Video ergänzen und eine runde Sache ergeben. Wir sind hier im Studio der Fotodesign AG in Nürnberg. Wir haben hier die Tabletop-Aufnahmen gemacht, diese Aufnahmen auf dem Tisch mit verschiedenen Dingen wie Kristalle, Nebel, mit Wasser, mit Projektion und mit Architekturmodellen von Tobias Stark. Wir sind ein ganz kleines Team, 3 Personen. Und ersetzen aber ein komplettes Filmteam. Das ist viel Arbeit, aber es macht unglaublich viel Spaß. Wir sind sehr kreativ und wir lassen es richtig krachen. Wieso macht man eigentlich so ein aufwendiges Musikvideo? Also dieser Science-Fiction-Videoclip ist Auftakt zu meinen 2 Konzeptalben namens Away und Away. Und deswegen ist das Ganze ein größeres Filmprojekt geworden. Und was erwartet uns da bei diesen Konzeptalben? Auf dem ersten Away-Album sind
epische, groß angelegte Techno-Electro-Tracks zu hören, die ich in den letzten 2 Jahren produziert habe. Und auf dem anderen, das ist ein Hörspielalbum, sind elektroakustische Spacewave-Jazz-Musikstücke zu hören. Wir sind jetzt hier in meinem Studio. Hier habe ich das Musikstück Away produziert, das die Grundlage ist für den Videoclip. Away ist mittlerweile zu einem Gesamtkunstwerk gewachsen, denn es beschränkt sich jetzt nicht nur auf das besagte Video und auf die Musik, denn es entstehen auch zusätzlich viele Bilder, Fotografien, Objekte, die als Requisite dienen, sowie zusätzliches Filmmaterial. Dieses Filmmaterial wollen wir dann für die Away-Konzerttour verwenden, für die ich noch ein Hörspiel produzieren werde. Und es ist dann vorgesehen, dass bei der Aufführung neben dem Video und dem Hörspiel noch elektronische Musik von mir zu hören sein wird, zu der ich dann live als Saxophonist spiele. Die erste Station der Away-Konzerttour ist im Nürnberger Planetarium, sozusagen die Uraufführung des Videos. Und es gibt auch schon einen Termin, das ist der 19. April 2013. Bei Away steht Zoe immer vor der Kamera, ich meistens hinter der Kamera und wir sitzen zusammen am Schnittplatz. Ich spiele 2 Rollen und die Rolle des Alien von Ben ist ja noch nicht im Kasten. Hier seht ihr ein Bild, das bei der ersten Maskenprobe entstanden ist. Unsere Herangehensweise beim Arbeiten ist sehr intuitiv. Intuitiv kann man nur arbeiten, wenn man sich frei fühlt, also sprich ohne Produzenten im Nacken oder irgendwelchen Auflagen, die man zu erfüllen hat. Und deswegen wenden wir uns an euch hier bei Start Next, damit wir diesen Film frei zu Ende bringen können. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind schon viele Kosten entstanden und werden auch weiterhin noch entstehen, wie zum Beispiel die Mastering-Kosten für die 2 CDs. Sowie Reisekosten, Drehgenehmigung in einem Bergwerk, wo wir noch filmen wollen, Programmierung einer Webseite oder Ausgaben für das Kostüm, für die Maske, Ausleihgebühren. Und natürlich auch die Produktion der CDs und der DVDs. Deswegen meine Bitte an euch, unterstützt uns.